ist wie Jeopardy, bloß anders. Also, es gibt auch hier diese Tafelwand, die seht ihr ja dort hinten schon auf dem Bild, mit vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen zu jeder Kategorie. Und es geht so, hier wird nicht gebuzzert, das geht einfach von links nach rechts, seid ihr immer dran. Wir fangen dann mit dem Team N sozusagen an, die darf sich dann eine Frage, und also eine Kategorie und eine Frage davon aussuchen, und dann kommt das Team I und dann kommt das Team LD am Ende. Und es gibt ja insgesamt pro Runde 16 Fragen, aber ihr müsst nur 15 aussuchen, also damit jeder wirklich so seine 5 Fragen bekommt. Mhm. Es gibt die Punkte, die dort draufstehen, wenn ihr richtig seid. Wenn ihr nicht richtig seid, bekommt ihr die Punkte abgezogen. Das heißt, so jetzt, wir schnappen uns alle 500er und wenn es falsch ist, sind halt 0 Punkte, ist ja egal. Solltet ihr vielleicht ein bisschen aufpassen, wie ihr es genau macht. Also es gibt 2 Spielrunden, in der ersten 1 bis 500 Punkte und in der zweiten dann 200 bis 1000, also mit doppelter Punktzahl. Und wenn wir die 2 Spielrunden durch haben, also jeweils 2x 15 Fragen abgearbeitet haben, dann kommt noch die große Finalfrage. Da dürft ihr dann eure Punkte setzen. Da wird geschätzt. Ich starte jetzt mal das Spiel. Das heißt, es wird sich jetzt gleich das Interface nicht viel verändern, aber... Kann ich einen Keks aus dem Publikum So, machen? Da seht ihr jetzt. Ihr habt jetzt auf einmal alle Punkte. Und ihr seht zumindest, dass ihr auch alle Joker habt. Denn jedes Team hat 4 Joker. Und zwar von oben nach unten erkläre ich die mal. Oben seht ihr diesen Kreis mit dem Pfeil. Das bedeutet, da könnt ihr eine Frage nochmal wiederholen. Da sage ich euch, ihr wart falsch, ihr dürft es nochmal versuchen. Das ist sozusagen der Wiederholungsjoker. Immer für dieselbe Frage. Der zweite ist, da könnt ihr jemanden anrufen. Da könnt ihr tatsächlich einen Telefonjoker nehmen und irgendjemanden aus eurem Telefonbuch anrufen. Wir möchten natürlich mithören, das ist natürlich Pflicht. Sonst kann man ja ganz schnell bei Google anrufen. Und ja, an dritter Stelle ist dann der Chat dran. Da könnt ihr tatsächlich den Chat fragen und da antwortet dann der Chat. Also müsst ihr natürlich hoffen, dass der Chat euch wohlgesonnen ist und euch nicht noch eine falsche Antwort gibt. Und ganz unten ist eigentlich der einfachste. Sternchen. Genau, das erkläre ich jetzt. Das ist einfach der Anfangsbuchstabe, wird euch gesagt, von der Lösung. Ach so,